Das wird eigentlich. Waldland wird mit 5 Sternen freigeschaltet. Was ist denn das Waldland? Bezieht sich das dann auf Isla Nublar oder auf eine andere Insel? Ich habe da nie eine Ahnung. Weil zum Beispiel, ich glaube, auf Isla Muerta war das so, wenn man da 5 Sterne kriegt, beziehungsweise schafft, wird dann das Küstengebiet freigeschaltet. Von irgendwas. Ich dachte, das hat sich die ganze Zeit auf Isla Muerta bezogen. Aber dann hatte ich kurzzeitig mal 5 Sterne, aber es ist nichts, hat sich da nichts wirklich verändert. Ich denke mal so, wenn wir ihn haben, dann kriegen wir schon 5 Sterne. 16 Einkaufsbewertungen brauchen wir noch ein bisschen mehr. Dann machen wir halt noch ein paar Sachen, die man zum Einkaufen nutzen kann. Kleiner Laden zum Beispiel. Oh, da ging doch was. Okay, den haben wir dann wirklich auch fast. Die Extraktion breche ich nochmal ab. Ich werde es wahrscheinlich trotzdem beide brauchen. Ich gucke einfach mal. Ein paar Paracephalosaurus haben wir jetzt auch fertig. Den Polarkanthus, den kriegen wir noch nicht ganz voll. Den können wir nochmal losschicken. Den Galim muss, weiß ich nicht. Wahrscheinlich auch noch nicht. Das brauchen wir jetzt noch nicht auffüllen, ey. Macht keinen Sinn. Ich hab so Bange, dass das schief geht. Kann auch sein, der wird absolut nicht zufrieden sein mit diesem Gehege. Direkt Amok laufen. Keine Ahnung. Gestern sind 1400. Neues vollständiges Genom Paracephalosaurus, aber der andere wahrscheinlich noch nicht. Nee, aber danach vielleicht. Ja. Und dann können, brauchen wir jetzt eigentlich nur irgendwo suchen. Weil alle Dinosaurier, die ich jetzt habe, habe ich schon auf 100%. Yay, yeah, neues Forschungsgenom. Weißt du, was ich jetzt mal mache? Ich werde jetzt alle Aufträge, die ich hier sowieso nicht machen kann, einfach raushauen. Kann ich jetzt hier auch nicht machen.
Dann mache ich jetzt noch einen neuen Auftrag für die Sicherheit. Na? Nehmen Sie den Auftrag an. Ich habe das Gefühl, er wird für uns beide langfristig wertvoll sein. Muss ich das? Okay, ja, das kann man machen. Okay, kein Tornado. Das ist gut. Noch nicht zumindest. Weißt du, bei Jurassic Park Operation Genesis war es einfach nachzuvollziehen, wann so ein Tornado kommt. Da gab es nämlich sowieso ein paar Art Wetterberichte, da konntest du 3 Monate im Voraus gucken. Was für ein Wetter ist. Du konntest quasi schon einen Monat vorher den Park schließen quasi und na, wie soll ich sagen? Alle Schutzräume öffnen. Okay, Sturm schon wieder vorbei. Ich hoffe, es geht gut. Das ist ein Biest. Okay, ich bin nicht ganz sicher, was Sie hier machen. Außer Ich auch nicht. Feuer zu spielen. Ein Indominus Rex? Eine Kreuzung. Eine gefährliche Kreuzung. Sie erschaffen nicht bloß Leben, sie verurteilen es im selben Atemzug. Hoffentlich nicht Ihr eigenes. Okay, ich muss noch ein paar Bäume wegmachen. Das hoffe ich auch, dass nicht mal unser eigenes Leben hier drauf auf dem Spiel steht. Bei dem hier ist es leider auch runter. Wenn Dinge schief gehen, an wen wendet man sich? Sie haben es schon geahnt. Also sehen Sie diesen Auftrag als Teil unserer Allzeitbereitschaft an. Fuck, der wird gleich ausrasten. Ich muss da jetzt ganz schnell angreifen. Einverstanden. Muss mal gucken, ob ich das noch größer kriege irgendwie.
Mann, ey, der Indominus ist ein Monster. Hallo? So ist es nach außen bauen und nach innen. Holzkopf. Okay. I hope, es reicht so. Kommen wir jetzt dazu, noch ein paar Bäume weghauen. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Die sind immer direkt da. Können wir jetzt ein paar Velociraptoren machen? Warte mal. Einfach nur Velociraptoren, die müssen nichts Spezielles an sich haben, okay. Nur weil dem das kleine Eckchen dort gefehlt hat, war der schon wieder unzufrieden, ey. Unfassbar. So, ich hoffe, das reicht dem Indominus. Die Dominus. Dem Monster. Produktzustellung bestätigt. Krass, sind immer noch nicht. Okay, dann halt noch ein paar Bäume wegmachen. Ist es wieder hoch? Ich muss ihn noch einmal. Anfrage bestätigt. Oh fuck, Mann. Macht hin, Leute. Okay. Stop it. Kümmere mich um Reparatur. Fühlt sich jetzt halbwegs wohl. Hoffe ich einfach. So zum Zaun angreift. Ich raste aus. Bestätigt. Boah, Schwein gehabt, ey. Haben die es repariert? Das ist ein Monster. Unterwegs, um Produkt einzusammeln.
einzusammeln. Das ist echt Schwein gehabt jetzt. Die machen wir jetzt quasi nur, um sie zu verkaufen. Ja, um ihn zu verkaufen. Die Sicherheitsabteilung schuldet Ihnen was. Oh ja, das tut ihr auf jeden Fall. Der fühlt sich, hat sich wohl gefühlt. Trotzdem hat er beschlossen, den Zaun anzugreifen. Produkttransport beendet. Vielleicht haben Sie Erfolg, wo andere vor Ihnen gescheitert sind. Aber die Dinos lernen auch dazu. Ihr Überleben hängt davon ab. Das stimmt wohl. Darum sollten Sie so denken wie Sie. Wie denke ich wie Sie? Bald können wir noch ein bisschen wegmachen. Hallo. Du musst natürlich auch den anderen noch mitnehmen. Dann gibt's schon wieder bergab. Also ich würde mich in diesem Teil der Insel nicht aufhalten. Ich würde bis maximal hier hingehen, hier diese schöne Gyro-Tour mitmachen, mir die Dinos von nahen angucken, die lieben Pflanzenfresser und gut ist. Ich weiß auch gar nicht, ob man eine Gyrostation, ob man die unbeschadet hier durchkommen kann. Boah, das ist ein Monster, ey. Sieht cool aus, aber es ist ein Monster. Haben sie den jetzt mal? Der wird doch gleich ausbrechen wollen hier. Toll. Das haben sie dann doch geschafft. Ja, dem reicht es noch ein bisschen. Ich dachte schon jetzt. Es gäbe da einen Auftrag, über den Sie nachdenken sollten. Ich dachte gerade schon, die Anlagenbewertung ist höher als die Dinosaurierbewertung.
bräuchte einfach auch noch ein bisschen mehr Platz, keine Ahnung. Vielleicht kann ich hier den Zaun auch noch ein bisschen nach außen weiten. Produkt wird eingesammelt. Wo ist denn der? Da. Nee, wo ist er denn? Da, gut. Ja, so schnell ist er nicht da. Ich glaube, die können sich sowieso nicht gegenseitig fressen, wenn der eine verdingst ist. So, mein Freund. Sieht schon besser aus, ja? Sie haben die Missionsziele erreicht und den Sieg errungen. Nichts anderes hätte ich erwartet. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich das Tor reinmache. Das könnte nämlich jetzt schwierig werden. Boss war da rein, mitten ins Gelege. Das ist natürlich doof jetzt. Dann hätte ich denken sollen. Muss ich wohl doch noch ein bisschen umplanen. Natürlich sehr affig aus. Aber egal. Fressstationen müssen aufgefüllt werden. Wo? Bei den Pflanzenfressern natürlich. Nachschubanfrage bestätigt. 50.000, 50.000, also egal. Kommt auf die Liste. Mann, ich würde jetzt wenigstens schon mal eine Mission hier schaffen. Ich denke mal, für Sicherheit schaffen wir es dann noch bald. Feldtest. So. Na, das habe ich schon. Achso. Das dauert leider noch alles ein bisschen. Der Indominus, der Indominus, ey.
Da ist der T-Rex ja human dagegen. Okay, was brauchen wir? Was? Ist das gerade ein Bug? Das war ein Bug. Auf einmal war das alles auf Null, ey. Okay, Einkaufsbewertung muss ich noch ein bisschen hoch machen. Psyladen haben wir aber, glaube ich, auch schon zwei jetzt.